herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Journey to the Savage Planet. So, kommt hinein in mein kleines Panoptikum der Skurrilitäten und der Lava-Pickel, die einem nach dem Leben trachten. Ich habe in der letzten Folge, vergeblich das dritte eitrige, gelbe, lidlose Ekelauge gesucht. Ich hab's partout nicht gefunden. Wir sind immer noch hart auf der Suche. Mein Held sieht nicht so rosig aus. Und hier... Ja, für den Mob... Alter Schwede, was ist denn hier los? Für den Mopsvogel und für die Gegend. Es ist alles nicht so heimelig hier. Es ist alles eher so, weißt du, ist alles so ablehnend. Als wäre man, weißt du, zu Besuch gewesen und man würde ja zu lange irgendwie auf der Couch hocken. Und man würde einem dann quasi so durch die Blume, ja? Durch die Blume wird einem gesagt, man könnte doch jetzt bitte schön nach Hause gehen. So, hier, komm. Einmal bitte ein bisschen Hells, kleines bisschen. Schnell. So, den kurz mal absolvieren. Dann einmal hier rauf. So, einmal kurz nachladen. Einmal hier drauf. Hier haben wir noch ein bisschen Gekröse und Gewächs. Aber ist jetzt die Frage, ob die hier reingeht. Aber sonst hieß es ja eigentlich immer... 242 Meter, ich soll mein Zeug noch mitnehmen? Habe ich das nicht gemacht? Ach nein, ich habe mich ja begraben. Ah, verdammte Axt. Letztes Mal bin ich auch leider aus dem Leben geschieden. Aber es ist ja nicht allzu häufig vorgekommen. So, deswegen, da kann ich ja immer noch... Hier, die Pickel. Da kann ich ja immer noch von mir... Naja, kann ich ja immer noch von mir behaupten... Ich bin ja immer halbwegs anständig dabei. Wie komme ich denn? Komme ich da überhaupt nochmal hin? Komme ich überhaupt nochmal zu mir? Und zu meiner Kiste? Ich möchte bezweifeln. Ich möchte aber sehr bezweifeln. So, einmal hier rüber. Dankeschön. Wird wieder gefeuert. Guten Tag. So, hier oben. Hier ist aber auch echt überhaupt. Hier ist rein gar nichts. So, wir springen hier echt wie der letzte Halbblinde durch die Gegend. Ich hab keine Ahnung, wo soll denn der Kram sein? Wo soll denn der Krempel sein? War ich hier schon? Ich kann mich nicht erinnern. Hallo, ich hier. Ich wollte meine Leiche abholen. Hallo? Bin ich hier richtig? Ich würde bezweifeln. Doch, die waren hier schon. Wo kommt das Wasser her? Okay, nur gut. Aber wo ist meine Leiche? Die Leiche ist immer noch... im Westen, in die Richtung. Aber 188 Meter... Irgendwie was. So, warte mal. Hier sind wir halbwegs sicher. Da drüben kommst du nicht rein. Da gibt's noch ein bisschen Hells. Hier auf der Seite. Nein. Nee. Lasst mal eure dicken brennenden Eiter, lasst sie mal, behaltet den mal für euch. Ist alles überhaupt kein Problem. Da oben. Ich kann aber auch echt. Man kann nicht gucken, bevor man hier nicht irgendwie angerotzt wird. Hier oben. Ich sehe
nicht. Ich sehe es nicht. Das ist das Problem gerade. Tut mir nicht weh. Ich bin ein Samen. Ich bin... Was war das denn? Ich bin ein Samen. Ist alles kein Problem. So. Hier ist nur sowas. Da können wir nicht weiter. Kann ich hier durchhüpfen? Ich kann. Ausgezeichnet. Dankeschön. Hat's vollgebracht. So, warte. Einmal hier rauf, einmal hier rüber, einmal darüber. Au. Kann ich mich daran festhalten? Ich kann. Kann nicht. So, warte, warte, warte. Wenn ich jetzt hier hochspringe. Ich. Das war aber wirklich. Dankeschön. Von denen habe ich alles voll. Wo soll ich denn hier hin? Ich habe keinen blassen Schimmer. Gut, dass gespeichert wird. Aber bin ich raus? Warte mal. Bin ich raus aus dem Angriffsfeld? Kann sein, wa? Wo ist mein. Mein Leib ist noch 110 Meter in diese Richtung. 210 Meter in diese Richtung. Da hinten drin, ne? Oh! Sehr schön! Cool! Dankeschön! Hat sich das wenigstens noch mal ein kleines bisschen gelohnt? Dankeschön! Ich hänge hier fest! Ich hänge hier fest! Was ist denn das? Verdammte Axt! Ugh, Gott, oh Gott! Nein! Heilige! So, warte, 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 warte! Jetzt sind wir doch schon wieder hier! 190 Meter! Das wird. Wir haben einmal den Boden rumgemacht. Warum? Hier hinten war das eine Auge. Hier hinten war das eine Auge und hier war der Frosch drin. Ich bin massiv verwirrt. Wo soll denn das sein? Wenn ich nach den Tentakeln gehe, dann ist hier oben, ist ja wirklich, da haben wir wirklich klar Schiff gemacht. Wir haben wirklich klar Schiff gemacht. Das jetzt mal hier, ja, das mal fröhlich ignoriert. Au! Alter. Wenn die keine Homing-Missiles wären, irgendwie würde mir echt deutlich besser gefallen. Viel, viel besser. So, hier unten ist super wenig. Ich muss noch ein Stück weg tiefer. Ich weiß es nicht. Wo müssen wir hin? Ich bin verwirrt. So. Guten Tag. Lassen Sie sich nicht stören. Explodieren Sie ruhig ohne mich. Es ist alles überhaupt kein Problem. Ja, ja, Herr. Bitte. Ich glaube, es ist gerade Feuerwerk. Es ist gerade Neujahr. Es ist gerade Neujahr in Mopsvogelhausen. Wir können auch noch mal ein bisschen nachhelfen. Alles überhaupt kein Problem. So, mache ich gerne. Das geht da rein, das geht hier oben. Da lang, dort lang. Irgendwo. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Wo zum Henker? Wo zum Henker? Wo zum Henker? Wo zum Henker ist das andere Auge? Dankeschön. Wo zum Henker ist das andere Auge? Das ist ja nicht. Den Baum können wir auch nicht. Wir können den. Das Spiel ist fast vorbei, ja. Das Spiel ist wirklich fast vorbei, aber man lernt immer noch wieder was Neues dazu. Hier oben. Hier oben. Hier geht aber der Tentakel da rein. So, der kommt von hier unten, ja. Der kommt von hier unten. Dann geht er. Der
Der kommt hier aus dem Gekröse raus. Der Tentakel geht da lang, da rein. So, warte mal. Dann geht er hier auch in dieses Gekröse rein. Und dann geht er da lang und da rein und da rein. Und dieses Gekröse hier, hoppala. Und dieses Gekröse da oben, das führt sich doch nur weiter fort. Aber das ist kein Auge. Wo zum Henker ist das Auge? Bin ich blind? Ich glaube, ich bin blind. Sollte vielleicht mal zum Augenarzt gehen oder so? Ich bin mir unsicher. Ich bin mir wirklich unsicher. Hallo? Hackt's bei euch? Meine Fresse. So, warte. Einmal hier hoch. Ich geb Persönlich. Hier oben war nichts. Hier ist nichts. Hier ist rein gar nichts. Oh, verdammte Axt. Nö, Schutzschild. Astreines Schutzschild. Ich komme aber auch nicht weiter nach oben. Das funktioniert nicht. So, hier schnell. Dankeschön. Tschüss. So, einmal kurz wieder aufladen, dann können wir uns wieder... Dann können wir uns wieder ein bisschen treffen lassen. Hier oben ist nichts. Zumindest sehe ich nichts. Da waren wir drinnen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Da bin ich mir wirklich sehr, sehr sicher, dass wir da drin waren. So, hier, zweiter Stock quasi. Haben wir hier irgendwo irgendwas übersehen? Aber warum? Ach, Mensch. So. Ist es? In dem Stockwerk ist rein gar nichts. Hier ist nichts. Hier ist wirklich nichts. Ist mir wirklich ein Rätsel. Können wir hier noch irgendwie irgendwas scannen? Nö, können wir nicht. Können wir nicht. Wenn ich jetzt mal, ja, hier. Wir haben das Tracking dafür sogar an. Taucht aber nirgendwo auf. Müssen wir selber rausfinden. So, wäre ja auch zu einfach, weißt du? Wäre zu einfach, wenn wir hier irgendwie. Irgendwie mal so eine Himmelsrichtung. Wenn wir hier mal so eine Himmelsrichtung bekommen würden. Wo zum Henker, ja, wo zum Henker hier überhaupt irgendwas ist. Hallo. Ich habe nach dir gesucht. Oh, eine schöne Begrüßung. Ich bin fast tot. Übrigens, warum zum Henker? Warum hat der Sprung da... Okay, gut. Warum hat der Sprung nach da unten durch? Warum hat er mich denn so viel Health gekostet? So, ist da oben jetzt mal Feierabend? Haben die Pickel jetzt... Sind die ausgedrückt? Sind die jetzt fertig? Wir werden es gleich herausfinden. So, wie komme ich hier am besten wieder rauf? Da hinten komme ich am besten wieder drauf. So, wir machen uns jetzt gerade mal... Versuchen uns mal klar. Ach Gott, du Gott. Wir versuchen uns jetzt mal gleich wieder ein bisschen voll zu machen. So, bevor wir da runterfahren. Am Ende warten da oben wieder irgendwelche obskuren Eldritch irgendwie Monstrositäten, die ich mit reichlich Health quasi nicht ertragen möchte. So. Dann einmal hier. Yeah. Sehr schön. Sehr schön. So, Pickel sind ausgedrückt. Sehr schön. Hält's. Da hinten. Oder? Jo. Warte. Einmal hier, einmal da, einmal dort. So, einmal hier. Das sieht doch schon wieder halbwegs manierlich aus. Halbwegs manierlich. Sonst ist... Ne, abgegessen. Die andere hinter uns haben wir auch abgegessen. Hier auf der Seite ist nichts mehr. Heißt also,
unsere Leiche kommen wir nicht mehr ran. Die wird wahrscheinlich da oben sein. Ja, 214 Meter. Warum ist sie denn... Wir sind doch... Hä? Warum ist sie denn da... Ach, egal. Warum ist sie denn da oben? Das verstehe ich überhaupt nicht. Haben wir. Sonst sehen wir eigentlich recht manierlich aus, wa? Also von den Verbrauchsgegenständen, die wir noch am Start haben. Ich würde sagen... ich guck mal nochmal eben hier unten. Warte. Wo war denn unsere... Wo war denn unsere Helzpflanze hier auf der Etage? Nee, oben nicht. Da oben nicht. Es war so doof. Ich war die ganze Zeit hier auf der Seite und hab nach... Das ist doch nicht... Dahinter. Komischerweise dahinter. Ach, da ist sie. Da warte ich jetzt nicht drauf. So, wird ein Fehler sein, aber beschleunigt hier alles ein bisschen. So. Ach, tschüss, mach das. Terratum. Terratum. Was? Was ist mit dir? Warum? Hoppa! Schön, mach das gut! Wir sind doch fast Freunde! Wir sind doch fast Freunde! Was ist mit ihm? Warum ist er denn so drauf? Ich hätte mich fast zu deiner Hochzeit eingeladen. Du warst doch die Speerspitze. Die Speerspitze der Forschung. Weißt du? Das Aushängeschild. Das Aushängeschild der wissenschaftlichen Akademie. Wir interagieren mal. Ich habe keine Ahnung. Was zum Henker? Was ist das? Was hat ihn denn so korrumpiert? Bitteschön. Hier, komm. Hast du noch ein paar Granaten? Nein. Lass mal gut sein. Oh, hier. Schönes Tontauben schießen. Alter, das ist eklig. Boah. Oh, komm ran hier. Ich glaube, ja. Ich glaube, bei diesem Mal wird es auch nicht klappen. Ich glaube, dann wird nicht klappen, dass wir hiermit interagieren können. Ich probiere es aber trotzdem mal aus. Jetzt komm, jetzt pass dich schon an. Ich weiß, es ist super. Alter Schwede. Du bist echt wirklich hart anzusehen. Wirklich sehr hart anzusehen. So. So, hier oben noch einmal ganz kurz. Hier nochmal schnell. Alter, der Ratobo. Wir müssen hoch. Fressen Geld. Oh, Fressen Geld. Wir sind jetzt ab im Klo. Wir sind jetzt bitte ab im Klo. Es ist verdammte Scheiße. Wo soll ich denn hier stehen? Der Atomo? Machst du mich fertig jetzt gerade? Machst du mich jetzt gerade fertig? So, die letzten Dinger hier noch. Hier können wir noch ein bisschen abgreifen. Schneller. Ich glaube, es wird überhaupt nicht mehr mit den Updates. Und den Schlampfobian haben wir auch nicht getroffen. Boah, scheiße. Tschüss! Mit gut! Hupa. So, schnell mal kurz nochmal aufladen. Oh. Oh Mann. Was zum Henker. Hat uns unsere eigene Dummheit, ja, gerettet?
Weil wir so ein schlechter Forscher sind, ja, und die ganze Zeit immer nur durch die Gegend gerannt sind, haben wir dieses wahrscheinlich sehr korrumpierende, aber sehr mächtige Alien-Artefakt, haben wir das nicht gefunden und wir sind diesem Schicksal entkommen. Bin mir sehr unsicher. Bin mir wirklich sehr, sehr unsicher. So, komm hier, wir wollen interagieren. Den Samen. Den Samen? Ist das wie so eine... Ist es wie eine Genesis-Waffe? In Anführungsstrichen? Kann der aus... Kann der... Aus toter Materie kann der Leben erwecken, beziehungsweise aus einem toten Planeten kann der da ein Paradies daraus erschaffen? Ist das dir passiert? Wir werden es rausfinden. Wir freuen uns. Warum freuen wir uns? Mein Gott, Heilige. Alter Schwede. Hab ich mich... Oh Gott, oh Gott. Und jetzt stehen wir wieder doof da. Teratomo, ja, ist lebt trotzdem noch. Hat uns jetzt verschlungen. Das war ja meine Fresse. So, und was haben wir jetzt? Was haben wir erreicht? Was haben wir erreicht? Was hat die Menschheit erreicht? Ich bin mir, boah, meine Fresse. Es ist, das Ende war jetzt gerade wieder so ein bisschen, das Ende war ein bisschen unbefriedigend. Also hätte natürlich auch wieder voll in den Arsch gehen können, so, nach dem Motto. Wir reisen zurück in eine völlig... satirisch übertriebene Welt, ja. Jeder ist verschuldet. Alle machen nur mehr Schulden durch noch mehr Konsum von irgendwelcher Scheiße, die kein Mensch braucht. Aber die Werbung beeinflusst einen. Man isst irgendwelche lila Pampe. Das hätte ich auch zählen lassen, quasi. Das wäre jetzt in einer Linie quasi mit dem, was wir wahrscheinlich seit 100 Jahren quasi machen, beziehungsweise worauf wir drauf zusteuern. Sarkastischer Dank von Typhoon an Karl. Ah, Karl, was tötet Menschen? Okay. Also kein Dank an Leute, die ihre schmutzigen Geschirr quasi nicht in den Spüler tun. Und jetzt hängen wir hier fest. Jetzt hängen wir hier fest auf diesem bescheuerten Planeten und sind eigentlich Frühstück. Wir sind jetzt Frühstück für einen wahrscheinlich besseren Forscher, als wir das sind. Beziehungsweise, er hat sie übertrieben quasi. Er hat ja dieses... Spinne mal ein bisschen rum. Hat er dieses Artefakt gehabt, den Samen, ja, eine Maschine wahrscheinlich fähig, einen toten oder in unserem Fall ja einen auseinandergebrochenen Planeten wieder zusammenzusetzen, um das Archiv, ja, was die Aliens produziert haben, aufgebaut haben, um alle Wesen, also um das quasi wie eine Arche zu bauen, um alle Wesen auf dem Planeten zu konservieren. Für die Nachwelt. Aber, ja, es gibt ja nicht nur menschliche Hybris, sondern die Aliens. Die Aliens waren anscheinend genauso drauf. Es ist alles mehr oder minder in die Hose gegangen. Was mich aber auch gewundert hat, dass die Aliens über die Menschen gesprochen haben. Sie meinten, unsere Regierung hat es nicht hinbekommen. Wir haben unseren Planeten zerstört. Und die Menschen waren auch keine große Hilfe. Es ist wirklich alles sehr, sehr merkwürdig. Und was ich auch noch doof finde, ja, wir konnten nicht noch einmal kurz zurück zu Javelin.
um uns nochmal irgendwie eine doofe Werbung reinzuziehen, aber um vor allen Dingen, wir haben ja noch ein paar Schreine gefunden, wir haben ja noch ein paar Alien-Nachrichten gefunden, die konnten wir uns jetzt gar nicht anschauen. Ich prangere das an. Ich will noch wissen. Ich will wissen, erstens, was ist mit uns? Oh. You're alive? I had a bet with a neighboring AI on YRG-43. It appears I have lost. Wir leben? While we were briefly out of contact, I received what I can only describe as a barrage of messages from our CEO concerning that object you have recovered. Ja? So I have marked your mission as complete. You can now return to the Javelin and begin the journey home if you wish, so long as it is sufficiently fueled. Okay. Ja, wir haben aufgetankt. You are far from completing your survey of the planet. I understand if your recent experiences make you feel, unclean. But I would remind you of significant bonuses if you complete your work before returning to Earth. Okay. Ja. That last thing, it looked kind of like the mystery meat inside a dim sum. What? Ich weiß, wir wurden auch, ja, also ohne Scheiß. Ich dachte ja erst so, das wäre so ein bisschen. Ich dachte ja nicht, das Wesen da oben hat jetzt quasi einen Arsch, weißt du? Da sind kein After. Ich dachte, das wäre so ein Maul, ja, der schlonzt sich hier alles irgendwie rein oder so, oder oben fällt alles rein und hier kommt alles wieder raus, so. Ich habe mich geirrt, es. Es ist eine kleine Arschkrampe. Guck mal da, so eine schöne kleine rosige. Und da kommt die ganze Zeit hier alles Mögliche raus. Auch wir kamen da auch raus. So, ich nehme alles wieder zurück. Wir kriegen doch noch ein Ende. Ich hoffe, meine Fragen werden sich jetzt noch mal klären. Keinen blassen Schimmer. Hallo? Hallo! Nun gut. So. Stimmt, wir haben uns ja eingesammelt. Ich bin gerade so doof. Ich hab gesagt, wir sind nicht. In freudiger Erregung habe ich natürlich jetzt gerade da wieder. Ach, na, ist egal. Hast ja gesehen. Und Arschkrampen. Über freudige Erregung und Arschkrampen. So. Wir können wieder zu ihm zurück. Ist ja interessant. Cool. Das ist wirklich cool. Das habe ich immer noch nicht entdeckt. Wobei. Ich bin mir unsicher. Warte. Bevor wir zurückreisen, ja? Ich muss noch mal ganz kurz was machen. Es ist. Die Folge hat dann vielleicht. Guten Tag. Die Folge hat dann vielleicht ein kleines bisschen Überlänge, aber es ist ja, puh. Ihr seid das ja gewohnt. Wie viel soll noch kommen? Bin ich überhaupt richtig? So, warte. Nee, hier bin ich nicht richtig. Ich muss in die andere Richtung. Ich wollte zu den kleinen süßen Fröschleins. Ich glaube, ich bin hier richtig. Hallo, kleinen Süßmäuse. So, warte. Jo. Oh, wir kriegen Besuch. Hallo, guten Tag. Hallo, ja. Hallo, kein Problem. Kurz mal eindecken. Alter Schwede. Das ist aber alles ungünstig hier. Alter, was ist denn hier los? Die sind ja wie auf Koks hier unterwegs. Das war ein Fehler, hier unten reinzuspringen. Das war ein großer Fehler. Was ich eigentlich wollte. Hallo, guten Tag. So, komm hier. Dreh dich mal kurz um. Drehen sich aber auch wirklich zu schnell um. Oh, hier. Da wollte ich eigentlich rein. Ach so, warte. Hatte ich den?
Das muss ich noch scannen? Ja. Nee, ja. Hoppala. Oh. So. Held sieht noch halbwegs aus. So, warte. Das ist jetzt reines, ja? Reines Herauszögern des Unverweilichen. Heilige. Sehr schön. Sehr schön. Gut, dass wir vorgesorgt hatten. So, warte. Da oben wollte ich noch mal kurz gucken. Weil, siehst du ja selber, wa? Siehst du selber. Ich bin nur unsicher, ob man da überhaupt hoch kann. Man kann. Und es ist einfach nur der Tod. Aber da drüben. Ich bin mir unsicher, ob wir da überhaupt jemals, ja, ob wir da jemals den Teleporter benutzt haben, weil der ist auch nur so schön fröhlich rot. Mission abgeschlossen. Immerhin das. Das ist die Schlamphibian-Grube? Ich hab die nicht. Kurze knäppliche. Eine ganz kurze knäppliche Sekunde. So, warte. Wir brauchen mal ein kleines bisschen. Ich brauche mal ein ganz kleines bisschen Held. Nur ein kleines bisschen. Haben wir hier Glück? Haben wir hier Glück? Warte. War hier auf der Seite? War hier auf der Seite was? Da drüben kommen wir nur dahin. Müssen wir nicht machen. Inventar ist voll. War hier was? Wenn man mal was sucht. Ich will nur eine Pflanze. Mehr will ich gar nicht haben. Und dann hoffen wir mal, dass er gleich wieder respawned hat. Aber sollte er eigentlich? Hier ist nicht eine Helzpflanze? Auf der ganzen Insel ist nicht... ja. Oh Gott. Hier ist nicht eine Helzpflanze. So, warte. Reparierter Teleporter. Ja, könnte sein. Warte. Ich will ihn auch nicht nochmal besiegen. Ich will einfach nur eine kurze Scannung von ihm. Mehr möchte ich gar nicht. Hier ist aber auch nichts. So, hier ist wieder unser kleiner Freund. Guten Tag, ich bin nur kurz auf der Durchreise. Tschüss. Au. Tschüss. Hier sind zwei. Ausgezeichnet. Warte. So, drei sogar. Warum sind wir nicht gleich hierher gesprungen? Hallo, guten Tag. Nur kurz auf der Durchreise. Tschüss. So, meine kleinen Kackhäufchen. Ach, schön. Wie werde ich sie vermissen? Oha. Es ist wieder ein Traum. Ach, ich liebe den Giftgas. Komm hier. For good measurement, 68. Es ist leider keine 69 geworden. Tut mir leid. Ist aber auch nur so eine random Zahl. Ist mir gerade nur so eingefallen. So, einmal hier kurz zurück. Die Dinger sind... Ja, wir waren ja auch nur 3 Sekunden weg. So, die sind natürlich nicht nachgewachsen. Ich spring mal wieder kurz zurück hier zum Portal. So, warte. Ja. Da wäre der Name des Portals wäre natürlich wirklich sehr, sehr hilfreich gewesen. Da ist er ja. Ja, das ist Freund Blasius. Schnuffbert, warte doch mal. Hallo. Warte doch mal ganz kurz.
Dankeschön. Tschüss. Done with the experiment. Ja! The science team applauds your focus and dedication. I bet you think you're done. You killed that thing. Yeah. But you're not. Warum? Well, you could be if you refueled the javelin. Kindred still has some glorious video rewards waiting if you completely and utterly finish your remaining tasks before going home. Aber ich hab doch... Warte. Was muss ich noch tun? Die Javelin ist vollgetankt. Die Javelin ist vollgetankt. Es ist alles überhaupt kein Problem. Ich könnte noch ein bisschen Schleim sammeln. Aber es muss nicht unbedingt sein. Ich habe 82%, immerhin 82%. Also es ist ja wohl eine 2. Es ist knäpplich eine 2. Das ist gut und gut ist sehr gut und ich will mich überhaupt nicht beschweren. So, was wir machen könnten, ja. Wir könnten uns jetzt noch ein paar schöne Videobotschaften reinziehen. You are now a senior executive explorer. Oh ja. Not many make it to this level, and there are no extra perks. But we asked you to do it, and you did it. Okay. The last set of Kindred Rand upgrades has been unlocked. Okay. Gibt's auch mehr Knete? Ich hab massiv Schulden. Ich hab wirklich massiv Schulden. Gibt's noch irgendein schönes Video? Es gibt kein Video. Es gibt überhaupt kein Video. Aber was es vielleicht eben gibt, warte mal, wenn der uralt Computer hier mal hochgefahren ist. Boah, es ist bestimmt noch 56k hier. Die Verbindung muss noch hergestellt werden. Alien-Forschung. Oh ja. Wir haben nämlich noch die Übertragungsfragmente. Es ist schrecklich. Na, zumindest haben wir jetzt mal zwei mit geraden Anzahlen gefunden. So, hier ist noch die Nummer 6. Hier ist das Teil. Der ganze Turm ist ein Raumschiff. Und das war... Ja, weiß ich nicht. Es kann ja immer noch... Entweder ist es die Antriebsquelle. Das wäre jetzt naheliegend. Beziehungsweise könnte das ja auch... Es könnte immer noch die Genesis-Sonde sein. So, okay, so ist der Planet zerstört worden. Aber warum? Weshalb ist der jetzt in die Luft geflogen? War das unabsehbar? Die Aliens wussten das? Irgendwelche tektonischen Spannungen, irgendein komischer Unglück, irgendwas mit dem Kern des Planeten, was auch immer? Haben sie deswegen den Turm gebaut, um dann vor der Explosion mit den gesammelten Proben dann fliehen zu können? Sehr, sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Ich wünschte, wir hätten ein bisschen mehr gefunden. Es wäre cool. Es wäre wirklich cool gewesen. So, wir können... Ich zahle mal ein. Warum sollte ich das behalten? Und, was kriege ich dafür? Gibt's ein Käffchen? So, erkunde den Turm, ist abgeschlossen. Ja, wo geht das jetzt hin? Das ist unbezahlbare Alien-Konstrukttechnik, Wunderwaffe, Planetenvernichter bzw. Erzeuger. Ich fühle mich da sehr wohl, wenn es jetzt hier in diesem Raumschiff ist. An den nächstbesseren dahergelaufenen Kindred-Vorgesetzten irgendwie ausgehändigt wird. Ich habe keine Ahnung. Alter Schwede. Wir können so viel machen. Stampfe weiter, stampfe härter. Oh Gott, wir haben nur noch 2 Alien-Legierungen. Ich war sehr, sehr faul. Was ich aber gerne haben möchte. Scheibenkleister. Ich hätte gerne noch den Schaden. Zumindest das. Upgrade complete. Dankeschön.
So, wir haben super viel liegen lassen. Ja, echt super viel liegen lassen. Da hätte man noch deutlich, deutlich mehr irgendwie rausholen können. Wir könnten mal ein Video abspielen. Wanna talk to some of the hottest slime forms in the galaxy? Bitte. Bitte mach was anderes. Nee, haben wir schon, kennen wir schon. Haben wir irgendwie was verpasst? Nee, kennen wir auch. Kennen wir auch. Ach Gott, oh Gott. Ja? Nee? Schade. Ich dachte, da käme vielleicht nochmal an so eine Kleinigkeit. Extra nochmal für weil wir das so schön abgeschlossen haben. Okay, nun gut. Ich würde sagen, es war eine Freude mit euch. Ja. Wir haben viel erlebt, wir haben viel gezittert, wir haben wenig gefunden gefühlt und teilweise auch reichlich übersehen, aber wir haben immerhin was gefunden. Und wenn es nur der Spaß war, den wir jetzt hier zusammen in den übersichtlichen, ich glaube 25 Folgen zusammen hatten, ich drück jetzt hier einfach mal und dann geht's nach Hause und eigentlich, ja, wenn ich wäre, hier, unser Freund, ich würde einfach hier bleiben. Ich würde einfach hier bleiben. Hier Radio rausreißen, damit wir hier nicht diese hässliche Werbung kriegen. Den ganzen Scheiß hier raus, ja? Keine Ahnung. Und dann einfach hier bleiben. Ich glaube, das Leben hier wäre wahrscheinlich deutlich besser als auf der Erde. Da haben wir unendlich viel. Oh, unendlich viele Schulden. Unser Gehirn soll verkauft werden, irgendwie, um da runterzukommen. Hyperkapitalismus. Die Erde ist wahrscheinlich komplett verseucht. Und es ist eine Dystopie. Ich liegt der überhaupt hin? Vielleicht beenden wir das hier auch einfach. Und wir bleiben für alle Ewigkeiten, bleiben wir hier einfach froh und glücklich. Auch alleine auf der Javelin. Wir haben Grob, einen endlosen Vorrat an Grob. Wir könnten draußen vielleicht, keine Ahnung, die Mopsvögel lieben uns ja, also wir werden auch nicht alleine sein. Da können wir uns hier noch ein paar Mopsvögel irgendwie besorgen, aber nicht die explodierenden. Das wäre wahrscheinlich nicht so cool. Und, weiß ich nicht, vielleicht gibt es ja auch hier ein paar Videospiele. Da können wir uns ja auch die Zeit vertreiben. Ist eine schöne Fantasie. Ich drück mal. Die Erde ruft. Oh Mann. Mein letztes Video. Congratulations! You surveyed the planet and survived. Ja. We here at Kindred cannot thank you enough. Your planet has been added to our database, and moving forward, it will become a full candidate in the future settlement of humanity. Mm-hmm. We have already discovered many potentially suitable options, but there can never be enough. Warum wohl? Let's not overstate it. What you have done is miraculous. You've not merely discovered a home for life. You have discovered life itself. A technology far beyond my greatest expectations. The seed you have discovered contains an entire planetary ecosystem worth of genetic data, along with systems and mechanisms for creating complete functioning biomes. Okay. Kindred must change direction. Why would we choose a new home for humanity from existing planets when we can simply... Oh. This will be your next task, Explorer! Creating a world! Oh, scheiße. Der Kindred-Planet, wo du bezahlen musst, damit du atmen darfst, ja? Oh Gott, was passiert da jetzt?
Glückwunsch, du hast deine Erfassung von ARY26 abgeschlossen und den Planetensamen gefunden. Du bleibst unsicher, was die Zukunftspläne von Kindred betrifft, aber während du in deiner Hyperschlafkammer wegdämmerst, stellst du dir eine Welt des Wohlstands vor, die durch deine Entdeckung entstanden sind, in der die Menschheit ihr eigenes Paradies im Aufruf abschaffen kann. Und das sollte schon schief gehen. Das sollte daran schief gehen, ja, das ist, Und nochmal Abspann. Was sollte denn daran schief gehen, wenn eine Firma wie Kindred, ja, wenn eine Firma wie Kindred einen ganzen Planeten erschaffen kann? Da stellt sich jetzt gerade schon wieder die Frage, wo wollen sie denn diesen Planeten erschaffen? Wo tun sie das denn? Was passiert denn mit dem Planeten oder mit der Materie, die da ist? Gibt es da vielleicht auch Leben drauf? Ist Kindred egal, ob das vernichtet wird? Weil die werden ja sowieso einen schönen neuen paradiesischen Planeten für die Menschheit da erzeugen? Schaffen? Keine Ahnung. Und wer soll darauf leben? Und wie sollen die Leute darauf leben? Wird da ausgesucht? Kann da jeder drauf? Gibt es da nur quasi so eine Elite, die da irgendwie leben darf? Weil ich glaube, die Erde ist im Arsch, oder? Ich glaube, die Erde ist richtig im Arsch. Wenn der Hyperkapitalismus einmal zugeschlagen hat, so, und wir können es ja eigentlich auch nur an den Werbefilmchen, können wir uns das ja nur anschauen. Ich glaube, es ist im Stadion. Keine Ahnung. Und der neue Planet, wie lange soll der denn durchhalten? Ich weiß, meine Fresse. Aber zumindestens, wir sind ausgespuckt worden, ja, wir mussten nicht, ja, im Magen eines anderen Wissenschaftlers, ach, Terratomo, warum hast du das getan? Was ist mit ihm überhaupt passiert? Hat er alle Eier gesammelt? Hat er auch diese leuchtenden Auswüchse gehabt? Ich dachte ja, erst der Samen hätte ihn dazu gemacht. Das ist quasi so ein... Naja, Lebenserschaffungsmaschine quasi ist. Jeder, der damit irgendwie in Verbindung kommt oder irgendwie daran rummanipuliert, was er wahrscheinlich gemacht hat, wird ja umgeformt, mehr oder minder. Mit allen Informationen, mit allen DNS-Informationen, die das Gerät gespeichert hat. Und da der Mensch, also hier unser lieber Terratomo, jetzt nicht unbedingt kompatibel war, ist da irgendeine merkwürdige, groteske, obskure Alien-Gewuchs quasi, ein Gewächs, ein Wuchs draus geworden. Es ist super merkwürdig. Es ist super traurig. Ich weiß auch gar nicht, ob das irgendwie, also es ist definitiv kein Happy End. Es wird einfach nur noch schlimmer. Also für die Erde, für die Menschheit, jetzt gibt es nur noch einen zweiten Planeten quasi. Das ist das Unweigerliche, wird einfach nur weiter hinausgezögert. Also die Verschmutzung, der Raubbau, die Hardcore-Unternehmen quasi, die einem alles irgendwie aufschwatzen und verkaufen wollen und einen in den endlosen Konkurs hineintreibt, um einem dann irgendwie das Gehirn zu nehmen und daraus Filme zu machen, um noch mehr zum Verkaufen zu haben, für noch mehr Leute, die kein Geld haben. Es ist so eine Endlosspirale, aber für uns selbst... Wir haben jetzt irgendwie einen Titel als leitender Forscher. Das ist nur ein Name. Wir haben die Schulden haben wir immer noch. Das Leben haben wir immer noch. Wir haben jetzt nicht irgendwie einen Ausblick darauf irgendwie bekommen, dass es irgendwie besser wird. Außer, dass wir jetzt weiterarbeiten dürfen. Heilige. Ist alles ganz schlimm. Es ist alles ganz schlimm. So, ich hoffe,
es wird sowieso niemand jetzt mehr dabei sein. So, mit meinem ganzen Gequackel hier, keine Ahnung. Aber wenn du immer noch dabei warst, ja, oder dabei bist, im besten Sinne, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, dass du mich bis jetzt hier auf dieser Reise bis jetzt begleitet hast. Ich hoffe, du hattest eine wunderbare Zeit und wir sehen uns beim nächsten Mal, wo auch immer die Reise hingehen wird. Ciao.